So, Leute, wir spielen jetzt Pokémon Purpur. Ich habe mich noch gar nicht gespoilert. Ein paar Sachen habe ich natürlich mitbekommen, aber ich habe sehr wenig mitbekommen vom Spiel ansonsten. Deswegen rein da. Rein da! Die Charaktere sehen schon irgendwie. Die Haare sehen ja voll geil aus, oder? Die finde ich schon kinda cool. Ich kann noch ordentlich reinsuchten in den Editor. Okay, dann nehme ich erstmal sie. Und ich heiße Jinx, meine Freunde. So, Frisur. Ich kann die Frisur noch ändern und so ein Shit. So, wir nehmen sie jetzt so, okay? Sie kann jetzt so bleiben, glaube ich. Traubenakademie. Was zum Fick? Traubenakademie. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Alter, ist das weiß. Flashbang, Flashbang! I wanna eat it. Ich will's so, ich will's essen. Man kann sie wahrlich überall treffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Ui! Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern ich konnte nicht mehr lesen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald in der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Yeah! Okay. Also, wir machen hier nicen Scheiß, habe ich gehört. Holy shit. Ich krieg jetzt gerade ein bisschen Poképark-Vibes. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Hogwarts, oder? Der sieht irgendwie so chill aus. Oh oh, Absturz. Oh oh. Vielleicht sah er nicht chill aus, vielleicht ging es ihm auch nicht mehr so gut. Oh Gott. Naja, der ist ins Wasser gefallen, dem geht's gut. Dem geht's gut. Valex am Samstag. Voll Absturz. Guck mal. Oh, so sehe ich auch aus, wenn ich für die Schule lerne. Also irgendwie ist der Stuhl viel zu klein, mein Mädel. Und der Tisch viel zu hoch. Das sieht ganz ungesund aus, wie du da sitzt. Tut mir leid, aber da spricht der Gremlin, der jahrelang falsch gesessen hat, aus mir. Mädel, was ist denn da los? Oh mein Gott, ich bin einfach hübsch, oder? Also wenn ich nicht schon einen Freund hätte... Also, ne? Oh Gott, jetzt bin ich kurz in die Wand. Dass das geht. Oh. Alter, ihr Zöpfchen. Wow! Oh, das funktioniert. Wie cool. Was, ein Cutie? Okay, ein kleines Eichhörnchen-Pokémon-Dingens. Das hat Nüsse in den Wänkchen. I wanna squeeze it. Ich will squeezen. Raffels Bettchen. Da hat er reingesabbert. Geil. Alter, lecker essen. Egal wie groß der Mund mag sein, ein Sandwich, das geht immer rein. Egal wie groß der Mund mag sein, ein Sandwich, das geht immer rein. Guten Morgen, Ginger. I'm your mom. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht.
Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Hä? Ich darf nicht raus. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Okay. Oh, schau mal bitte nach, wer an der Tür ist. Okay, ich schau rein. Ada, Ada. Hey, 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 das ist meine Mutter, ja? Geh weg von meiner Mutter! Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest also Ginger sein, richtig. Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich dein Einschreiben so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Wie heißt er? Wie wird er ausgesprochen? Clavel? Clavel? Clavel. Mutti will auch attraktiv empfunden werden. Irgendwie muss die kleine Ginger ja entstanden sein, ach Leute. Na sowas, das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Da verschaffe ich mir gerne mal Zugang zu jedem Haus in dieser Stadt. Das hier sind die Unterlagen, die Ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse anbieten? Eine Tasse Tee? Ich wollte gerade sagen, eine Tasse was? Wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben. Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Ginger, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Ja, natürlich. Oh. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie halt aus, ne? Ja. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Okay. Hier im Haus wäre vielleicht ein bisschen unpassend. Würdest du mir nach draußen folgen? Ich bin immer ein bisschen misstrauisch. Warum will er mit mir raus? Was soll das? Ich gucke auch schon so wie... Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Kommt sie jetzt mit? Muss ich allein gehen? Free Candy. Free Candy. Hallo. Wir sind so hübsch, ne? Roland, liebe Pokémon. Euer Moment ist gekommen. Krieg ich jetzt Starter? Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Ich sterbe. Ich sterbe. Der Ruf ist einfach ein Schnurren und ein... Chad, ich wollte nicht die Basic-Bitch sein. Ich wollte nicht Basic sein und es nehmen. Aber sie ist... Jetzt habe ich den Ruf gehört und jetzt will ich sie. Das ist Krokel, das Feuerkroko-Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Cute. Kann ich sie alle drei haben? Nanu? Oh, sie scheinen dich interessant zu finden. Da bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zu meinem nächsten Hausbesuch aufmachen. Jetzt so, nimm sie einfach, geh! Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit genügend, über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun dann, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich dafür eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst? Und schaust, wie das so läuft? Oh, wie geil! Leute, das Spiel wirkt so frei. Ich kann die ganze Kamera einmal drum drehen. Die drei sind ja so süß, laufen die mir hinterher. Freaking Gott, ich hasse es. Ich hasse dich, du kleines Ding. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse sie jetzt schon. Ich nenne sie Hass. Sollte ich sie nehmen, nenne ich sie Hass.
Ach, wie cool das ist, dass wir mit den Pokémon jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend laufen. Oh. Plansch, plansch, plansch. Was ist das denn? Oh. Njam, njam, njam. Oh. Wie süß. Wie süß. Bist du die Neue? Ich weiß nicht, was sie gerade gesagt hat. Nicht ganz. Noch hat Ginger sich nicht für eines der dreien entschieden. Es tut mir leid. Oh. Auf welches Pokémon ihrer Wahl? Wird ihre Wahl wohl fallen? Ich weiß es doch auch nicht. Hallihallo, wir kennen uns noch gar nicht, oder? Okay, jetzt redet er. Du bist früher gekommen, als ich gedacht hatte. Ich konnte ja nirgendwo anders lang. Senior Direktor, was habe ich denn mit Direktor? Direktor! Sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Ginger vorstellen? Habe ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Nemila. 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 Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein. Okay. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Warum wusste ich das? Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Die ist Champ? Ich liebe die Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt jetzt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt! Nun sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genug Zeit haben, um euch näher kennenzulernen, also lasst es langsam angehen. Was? Oh, wir sind in einer Klasse? Voll gut, dann können wir kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Ginger. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Mann, ich kann mich nicht entscheiden! Mann, ihr habt auch die Graskatze genommen. In der Wette. Ich bin jetzt gerade kurz davor, tatsächlich, ob ich sie oder ihn nehme. Aber jetzt habt ihr auch... Mann, jetzt habt ihr auch die Katze genommen. Ich... Mann! Okay, ich nehme jetzt die. Ich hasse alles. Ja, wir haben's jetzt! Wir haben's! Oh. Dieses Schnurfell ist so toll. Ja, wir geben dem einen Spitznamen. Du solltest auf jeden Fall Hass heißen. Du hast dir also Fellori ausgesucht, was? Also wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Wenn Ginger Fellori hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Quarks. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf! Lass die Pokémon bluten! Was? Nemilas Pokémon-Kämpfe kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Oh! Alter, was ist das für ein riesen Strand? Und dann ist da einfach so ein Kampffeld und ein paar Liegen. Hey, ich bin hier drüben! Hallo? Hast du dein Pokémon bei dir? Bist du eine Pokémon-Trainerin? Und als Trainerin müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Ja! Juhu, ich hab drauf gewartet. Warte, warum können wir jetzt nicht anfangen? Och, lass uns doch kämpfen. Denk dran, für Ginger ist das noch alles neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, hätte ich beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Ich wollte nämlich gerade sagen, sie hat doch eigentlich nur eins. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Lol, what the fuck? Wollte sie jetzt einfach mein armes Pokémon
mit so irgendwie Level 70 Pokémon erstmal Hyperstrahl, Hydropumpe, Feuersturm erstmal richtig töten. Dann Pokémon-Trainerin Emila fordert dich heraus. Oh! Dein erster Pokémon-Kampf, hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Ich bin genau mit meinem Kopf direkt vor dem Menü. Ist das nicht toll? Ja, dann hauen wir mal rein, ne? Blattwerk! Du hast dich wohl vorbereitet. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Cool. Ich krieg einen Klaps auf den Po. Klaps auf den Po. Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Und tschüss. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Toll. Du wirst ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch eine andere Strategie ausprobieren. Was? Ich glaube, Ginger und Fillory sollten sich jetzt erstmal ausruhen. Oh, das tut mir leid. Da ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldige, Ginger und Fillory. Lass uns bald wieder kämpfen. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Und die ist viel größer als ich und die hat mehr Buba. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nee, Mila. Ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin hier teilen wirst. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt was du als Neuling wissen musst. Es gibt eine App, die du unbedingt brauchst. Oh, hast du ein Handy? Dann installiere ich das schnell für dich. Ja. Ich kann auf meinem Smartphone den Pokédex. Ah, okay. Brettkurve. Ich bin Team Nemila. Nein! Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer in unserer Akademie, war für die Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir alles noch per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, alles per Hand zu schreiben, das ist ja voll lame, Bro. Ja, wohl wahr, ne? Doch auch wenn die Zeiten sich ändern mögen, der Zauber Pokémon zu begegnen verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédexes widmen. Ich mach das nie! Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Ginger zur Akademie begleiten könntest. Okay. Aber klar, doch, überlass das ruhig mir. Ich will weiterspielen. Mach schon. Wohlan, wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Oh. Jetzt ist das unser dritter Rivale, der macht uns dann fertig. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal mit!